Natürlich doof, dass wir jetzt wieder hinterlatschen müssen. Aber was willst du machen? Wir kommen an der Kiste vorbei. Fällt mir gerade wieder so ein. Die Quest mit der Kiste. Bringt noch ein bisschen Kohlen, soweit ich weiß. Ich kann das mit der HKP-12 mal testen. Organische Energie geortet. Und ach ja, wir können hier sprinten. Wir können sprinten in der Neuauflage. Das ging im Vorgänger nicht. Nehme ich Kevin mit nach Motorsau. Nehme ich Kevin mit nach Motorsau? Das ist die nächste Frage. Da steht schon wieder vier Typen hinten rum. Ist das nervig. Aber wir können hier ein bisschen... Wir können jetzt ein bisschen durch den leergeräumten Feepalast-Vorbau uns arbeiten. Ein bisschen da abkürzen. Das heißt, es sollte eigentlich kein Problem sein. Aber beim Daoka stehen halt noch ein paar Wächter rum. Da werden wir dann doch nochmal absteigen müssen. Macht ja nichts. So, Kevin lernt die Welt kennen. Ist das schön. Platz da, hier kommt der Ulukai. Ah, super. Ne, 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 ne. Ulukai. Ulukai. Ulukai mobil hier. So, ich stell Kevin hier einfach mal ab. Dann nehme ich mir ganz kurz die Wächter hier vorne. Ja, ich komme gleich zu deinem Kran. Dann nehme ich mir mal die Wächter hier vorne vor. Und, ja, wie gesagt, dann die Kran-Quest. Guck mal, hinter dir ist Dynamit. Jetzt seid ihr alle tot. Ich hock mich doch nicht in der Nähe von Dynamit und im Schusswechsel. Ich bin doch doof. Aber wir hatten's schon mehrere Male gehört, Veteraner sind nicht die intelligentesten. Ist ja auch nicht ihre Aufgabe, intelligent zu sein. Schon wieder. Ach, da drüben, jetzt kommt da schon wieder die nächste Patrouille rum. Meine Fresse, die sind aber auch sowas von nervig. Weil genau an der Stelle hier, was soll denn das? Ich hoffe, ihr geht hier hinten alle in Deckung. Ja, ich sehe euch. Wo rennt ihr hin? Da habt ihr euch aber schön verlaufen. In der letzten Ecke. Ihr Spinner. Da kommen die jetzt hier hoch. Ach, oh. Warte, ich komme runter. Warte. Macht euch doch keine Umstände, Leute. Da ist er recht. Wo ist der dritte hin? Ich sehe nichts. Was ist das für eine komische Perspektive? Okay, das war's. Du. Hallo. Nein, hast du voll daneben geschossen. Gut. Hätten wir euch auch, ist das schön. Hier liegt noch Krams rum. Metall geortet. Oh, okay. Haha, ha, handgefertigtes Material. Was ist denn handgefertigtes Material? Was ist das denn? Warte mal. Handgefertigtes Material? Das kenne ich ja noch gar nicht. Gravierte Kette. Oh! Die gehört auch zu einer Aufgabe. Die gehört zu einer Aufgabe, die ich im Original angefangen hatte, aber hatte ich hatte die nicht gefunden. Die Kette. Die Sache mit der Kette ist ja interessant. Gut. Ich speichere mal direkt hier, weil jetzt werde ich mir mal die Kiste vornehmen. Und die möchte ich möglichst so abschließen, dass die Kiste nicht kaputt geht. Hallo. Was gibt's? Kannst du mir helfen, Ulukai? Wobei? Unser Kran hat eine große Kiste hochgezogen und ist außer Kontrolle geraten. Wir können ihn nicht anhalten. Und was kann ich dabei tun? Ich weiß nicht so genau, Ulukai, aber was immer du tust, bitte pass auf, dass der Kiste nichts passiert. Ach, die arme Kiste. Mein Name ist Mogat und ich verspreche dir eine Belohnung, wenn du es schaffst. Zugriff auf Notepad erfolgt. Was hat er denn jetzt noch dazu zu sagen? Irgendwelche Vorschläge, so, Vorschläge, wie man die Kiste stoppen könnte? Wir haben schon versucht, sie zu fassen zu kriegen, aber unsere Kraft reicht nicht aus. Ach. Vielleicht kannst du ein paar deiner kleineren Waffen benutzen, um sie zu bremsen, bis sie von selbst zum Stillstand kommt. Das kann ich gerne versuchen.
Geht doch mal bitte alle aus dem Weg. Ja, ja, abgehaut. Vorsicht, Kiste, Mann. So, ganz sachlich. Oh, nein, 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 nicht mehr. Weniger, bitte. Da, Gott sei Dank. Unbeschadet hat es überstanden, die Kiste. Schön. Das hätte auch anders, das hätte auch ins Auge gehen können. Ich habe es geschafft, die Kiste anzuhalten. Und du hast wirklich ganze Arbeit geleistet. Nicht der Rede wert. Ich hatte schon Angst, dass ein Talaner verletzt werden könnte. Als Dank für deine Hilfe möchte ich dir das hier geben. Danke, Mogat. Gut. Das war jetzt nicht die schwerste Aufgabe, hat aber ein Prinzip demonstriert, was später noch wichtig wird. Und zwar, dass deine Geschossmunition hier Objekte auch manipulieren kann. Physikalisch. Ballistisch. Schlüssel geortet. Den nehmen wir mit. Schlüssel kann man immer gebrauchen. Wenn ich da hochkommen würde. Warte gleich. Meine Fresse, jetzt muss ich echt gucken, wie ich auf dieses Gebäude hochkomme. Ach Gott. Noch irgendwas, wo ich gerade hier oben bin? Nö, alles klar. Gut, dann auf nach Muttersach. Verdammt! Vorsicht, Cutter, bricht dir nicht irgendwas. Dann jetzt auf nach Muttersach. Yay! Oder anstatt jetzt nach Muttersach zu gehen. Also ich hatte gerade eine 5 Minuten Bedenkpause, die habe ich mir gerade mal so gegeben. Und der Lederhändler, der uns diese Quest aufgedrückt hat und auch, dass ich den Schmuck gefunden habe, die Halskette, das hat mir doch sehr zu denken gegeben. Von meinem 1.1er Durchlauf weiß ich, wir kommen eigentlich nicht handlungsmäßig großartig nochmal in Talansan Okriana hier in der Hauptstadt vorbei. Das heißt, so Nebenaufgaben, also man kommt immer mit einer Nebenaufgabe aus einer Nebenregion oder ein oder zwei Nebenaufgaben aus einer Nebenregion, Motasar oder Okasankar oder sowas, kommt man hier mal wieder daher, um was zu erledigen. Und aber so wie es aussieht, also der Lederhändler hatte hier direkt mal einen Questbeginn für uns in Richtung einer anderen Region. Und ich gehe persönlich jetzt gerade mal davon aus, dass die anderen Händler, der Risi-Händler zum Beispiel, in dem wir vorbeigekommen sind, dass die ähnliche Quests haben, die vielleicht hier einfach mal starten. Und außerdem könnte man genauso gut jetzt hier auch schon oben rechts die Kaserne und auch hier unten links, ich glaube, das ist da irgendwie so ein... Das ist das Finanzlager, irgendwie so ein Blödsinn. Also jeweils haben die da ihr Geld gelagert, die Feewächter und so weiter, die Steuern. Und da könnte man die genauso gut mal jetzt ausräumen. Und das werde ich mir jetzt mal vornehmen. Irgendwo muss ja hier auch eine Verbesserung zu dem relativ blinden Lauf vom 1.1er sein. Gut, dann machen wir das nämlich mal. Und dann werde ich mir jetzt auch mal, da wir einfach mal den Vorteil haben im Remake, die blauen Punkte vornehmen, die ich auf der Karte sehe. Wie zum Beispiel jetzt hier den Früchtehändler. Ja, und Muttersach ist dann halt später dran. Macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Hier liegt Metall rum. Und ich gehe einfach davon aus, die geben uns hier Quests, die wir dann, ja, ich denke mal, Muttersach und Okasankar vielleicht nochmal abarbeiten können. Verzeihung, Kumpel. Und hat ja alles seine Vorteile. Du bist es, oder? Ich freue mich, dass die Jods dich zu mir geschickt haben. Darf ich fragen, was du so machst? Ich verkaufe Früchte, Ulukai. Mein Name ist Balazar und ich habe ein Problem, bei dem du mir vielleicht behilflich sein könntest. Haha. Und was ist das für ein Problem? Ich möchte eine Ausstellung talanischer Relikte für die Bevölkerung zusammenstellen. Das ist ein Hobby von mir. Als ich erfuhr, dass ein Talaner namens Ominel bereits Relikte der talanischen Geschichte gesammelt hat, habe ich mich an ihn gewandt. Und was hat er gesagt?
dass er als berühmter Sammler in die Geschichte der Talaner eingehen will und dass andere die Relikte stehlen würden, wenn er sie der Öffentlichkeit zugänglich machte. Also hält er sie alle unter Verschluss und sammelt weiter. Und jetzt soll ich mit ihm reden? Nein, das hätte keinen Sinn. Dieser Ominell ist total größenwahnsinnig. Ich möchte dich aber darum bitten, ein Relikt zu suchen, das außerhalb der Stadtmauern von Ukraina zu finden sein soll. Um was handelt es sich? Da die Krieger es nicht gerne sehen, wenn wir Talaner uns außerhalb der Stadtmauern aufhalten, gehen wir nur selten dorthin. Vor einiger Zeit hat jedoch ein Talaner im Sandgebiet nahe der Mauer einen merkwürdigen Gegenstand gesehen. Er erinnerte sich allerdings nicht genau, an welcher Mauer oder in welcher Richtung. Und ich soll ihn holen? Ja, bevor Ominell ihn findet. Vielleicht handelt es sich sogar um ein Relikt der alten Stadt, an deren Stelle nun Ukraina steht. Dieses Relikt könnte uns sehr viel lehren. Natürlich würde ich dich dafür belohnen. Zugriff auf Notepad erfolgt. Guck an, da haben wir doch auch schon die erste Aufgabe, die uns zwar nicht außerhalb in eine andere Region bringt, aber doch außerhalb der Stadtmauern. Ja, es gibt die eine oder andere Stelle, die sind auch, also außerhalb der Stadtmauern, die sind auch relativ auffällig, da auch so Spinnenkroppzeug und so ein Blödsinn rumrennt. Mir ist aber noch kein Relikt aufgefallen. Bilde ich mir gerade ein. Naja, werden wir uns ansehen und, ja, was sagt er denn zu der Sammlung? Was für Relikte hast du schon in deiner Sammlung? Meine Sammlung ist noch nicht so weit, dass ich sie ausstellen könnte. Aber eines der interessanteren Relikte ist ein Stück Stein, von dem ich glaube, dass es die erste talanische Inschrift überhaupt trägt. Sie sieht allerdings etwas merkwürdig aus und konnte noch nicht entziffert werden. Außerdem besitze ich einige jüngere Relikte der alten Stadt, an deren Stelle später Ukraina errichtet wurde. Und was sonst noch? Mein Lieblingsstück ist ein Relikt, auf dem Wesen abgebildet sind, die ich noch nirgendwo sonst gesehen habe. Wirklich sehr geheimnisvoll. Kann ich mir das mal ansehen? Ich fürchte, der Talaner, der das Relikt zurzeit untersucht, wird es wohl nicht so bald wieder zurückbringen, Ulukai. Vielleicht kommst du in ein paar hundert Monden wieder. Ach so. Und ich zeige es dir dann. Ich werde es in meinem Terminkalender vermerken. Lustig. Sehr lustig. Ein paar hundert Monden. Also, ich habe keine Ahnung, wie lang hier ein Mond ist, aber man weiß ja, also zumindest von unserer Zeitrechnung her, dass ein Mondumlauf irgendwie so ein Monat ist oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie lang ein Monat in Adelpha, also auf Adelpha ist. Ich weiß nicht, wieso, und ich weiß auch nicht, wieso ich jetzt hier aufs Dach renne. Aber zumindest gibt es hier oben Kohlen, so wie es aussieht. Dass sie hier, also im Vergleich, es sieht halt, im Original sah alles immer so ein bisschen leer aus. Es lag mal irgendwo ein Teppich rum oder eine Vase oder sowas, aber hier, guck mal. Pflanzen, irgendeiner hat seine Kürbisse hier hingeparkt, warum auch immer. Und da das gute Gurkenregal. Schön. Ach da, halt stopp. Ja, und hier hat einer seine Kiste auf dem Pflanzenpott, alles klar. Schön. Wie viel Kohlen haben wir? 680, wir können uns fast die leisten. Ich hätte trotzdem gerne eine Onscreen, also zumindest wenn sich der Wert ändert, eine Onscreen-Markierung von meinem Guthaben her hier, also von meinen Kohlen. Von den Zorkins. Das wäre sehr praktisch, da müsste ich nicht jedes Mal reingucken. Jetzt mal 730, siehst du? Die waren 790? Waren 750? Irgendwie sowas in der Drehe war es doch. Die Duo-Dingsbums. Ja, hast du recht, Cutter. Jetzt habe ich Kevin stehen lassen. Das gibt's doch nicht. Der arme Kevin, völlig allein. Kacke. Außerdem war neben dem Früchtehändler auch noch ein anderer Händler, ne? Metall geortet. Kennst du das auch? Du fängst an zu quatschen und du fängst an zu quatschen und rennst dann irgendwo hin. Das ist währenddessen. Oh Gott, nee. Ihr Früchtehändler, guten Tag. Hallo Kevin, schön, dass du immer noch da bist. So, was sagt denn der andere Früchtehändler? Hast du mal eine Sekunde? Wie geht es dir? Gut, Ulukai. Hat er gerade zu der Melone gesprochen? Abgesehen davon, dass ich hier in einer Parallelwelt festsitze, nicht schlecht. Ich handle mit Früchten. Ach was. Mein Name ist Morit, ich bin Früchtehändler. Ich habe einen geschäftlichen Vorschlag, der dich interessieren könnte, Ulukai.
Oh je. Und was ist das für ein Vorschlag? Ich möchte, dass du, wenn du in die Wälder der Region Okar kommst, nach einer Frucht Ausschau hältst, die in den Wipfeln der Bäume wächst. Sie hat die Farbe des Feuers und fällt auf die Erde hinab, sobald sie reif ist. Ein Apfel? Ein Hoti? Nein, ein Hoti. Ja. Da unsere Reisemöglichkeiten in andere Regionen eingeschränkt sind, gibt es seit zahllosen Monaten einen Lieferengpass. Wenn du mir möglichst schnell 10 Hoti bringen kannst, werde ich dich nicht nur für jeden einzelnen bezahlen, sondern auch noch eine zusätzliche Belohnung springen lassen. Warum diese Eile? Sie sind in diesen Monden sehr gefragt. Und ich habe noch kein Geschenk für einen Freund, der diesen Mond den Jahrestag seiner Konvertierung feiert. Aber es ist mir erst vor kurzem wieder eingefallen und jetzt fühle ich mich schlecht. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Okay, ja gut, da können wir uns auch gleich Infos über Okar abholen. Was kannst du mir über Okar sagen? Ich weiß nicht viel über dessen Geheimnisse, wenn du das wissen willst, Ulukai. Ich war nur einmal da, als ich noch jünger war. Es gibt viele Bäume und Tiere dort. Ich erinnere mich, dass ich mancherorts auch Musik gehört habe, die wie die Musik des Windes klang. Ah ja. Was kannst du mir noch sagen? Nicht viel, Ulukai. Wenn du wissen willst, wie man dorthin kommt, geh in die Region Okasankar und frag dich nach dem Daoka nach Okar durch. Ich glaube, es befindet sich immer noch auf einer kleinen Insel, östlich von Siana. Aber ich könnte mich auch täuschen. Okay, also das sind jetzt so Sachen, die man natürlich im Laufe des Erkundens auch selber rausfindet, wo das Okar, Daoka ist zum Beispiel. Aber der Hinweis darauf, es spielt in der Okar-Region, spielt ab und an mal irgendwo windige Musik quasi. Das ist schon eher sehr nützlich. Hätte mir in meinem ersten Durchlauf definitiv geholfen. Kann man die Kunden über den Haufen rennen? Muss ich mir da Sorgen machen? Nee, ne? Und mit die Kunden meine ich natürlich die ehrwürdigen Talaner. Huch. Och, Kevin, was machst du? Ach so. Hallo? Komme ich hier mit Kevin? Ja, Gott sei Dank. Die Straßen sind Gott sei Dank auch Twonaha-tauglich. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Na gut. Zalinas hat es ja gesagt gehabt, er sieht es nicht gerne, dass die Twonahas als Reittiere benutzt werden. Das heißt doch aber nicht, dass alle anderen das genauso sehen. Und hier vermisse ich irgendwie Talaner, die auf Twonahas unterwegs sind. Das hätte das Stadtbild hier bestimmt positiv beeinflusst. Obwohl den Verkehr hätte es wahrscheinlich verschlechtert. Verzeihung, Kumpel. Wo willst du denn hin? Hallo. Ach, du bist das ist ja nett. Dieses Wesen, der von den Jods, nicht wahr? So sagt man zumindest. Wow, du bist ja viel kleiner, als ich gedacht hätte. Hey. Aber es ist gut so. Alles ist gut, Mann. Meine Kräuter sind gut. Merk schon. Geht es dir gut? Ja, diesen Mond gibt es keine Schwankungen in meinem Phantasma, Ulukai. Mein Name ist, Zagu. Ah. Ja, mein Name ist Zagu. Ich verkaufe Gewürze. Gewürze? Was kannst du mir über deine Gewürze erzählen? Meine Gewürze sind wunderbar, Ulukai. Sie bringen wirklich Abwechslung in dein Leben. Oh, und wie? Indem du sie in dein Essen mischst, oh großer Retter von Adelpha. Was macht man wohl sonst mit Gewürzen? Man benutzt sie, um dem Essen einen anderen Geschmack zu verleihen. Aha. In was für Speisen mischst du sie denn? Hey, es gibt keine Speise und keinen Trank, den ich nicht mit Kräutern verfeinert habe, Ulukai. Ich kann mit ihnen fast alles nach fast allem schmecken lassen. Sagte ich das bereits? Zugriff auf Notepad erfolgt. Ah ja, alles klar. Na gut. Fremde Vegetation mit hohem Adrenalinniveau geortet. Muss ich doch gerade mal gucken. Talansa, schauen wir was für Kotze. Jukasse, Musikmacher. 10 Hoti, Zagu. Ja toll, hat er erwähnt. Toll. Erwähnte etwas über Gewürze und Speisen. Okay, das heißt, wir haben den jetzt quasi in unserem Kontaktebuch und wenn irgendwo mal eine Quest mit Speisen oder ähnlichem
Ja, geh mal lieber wieder hinter. Mit Speisen oder Gewürzen ist, dann wissen wir ja, wo wir sowas in der Richtung herbekommen. Ganz schrecklich. Ganz schrecklich. 5 Meter gelaufen, 3 Quests erhalten. Händler. Was? Händler. Ich bin gerade Händler dran. Ne? Händler oder Bürger? Habe ich mich jetzt verlesen? Lass mich mal absteigen. Er ist nicht auf der Karte. Was verkauft? Achso, das ist wieder so einer von wegen hier. Ich habe alles. Ich verkaufe alles, aber nichts, was dich hier interessieren würde. Ich muss gerade mal gucken, wie viel Muni haben wir für die USA? Nicht viel. Dafür haben wir ordentlich viel für die HKP-12. Okay, wir kommen nämlich in Richtung hier des oberen Dingsbums, der oberen Kaserne. Oh, hier ist ein Lager. Schon wieder absteigen. Ja, Kevin, ich glaube, ich könnte Kevin hier auch echt irgendwo stehen lassen erstmal. Würde, glaube ich, keinen großen Unterschied machen, sondern eher ein bisschen mitten rumreisen helfen. 5 Schlüssel haben wir noch. Und schon wieder Spinnen, meine Fresse. Ja, wo will denn die Kamera schon wieder hin? Ich bin diesmal ein bisschen planvoller umgegangen, wo ich die Spinnenleichen, sich niederlegen lasse quasi, damit nicht alle immer über die Leichen trampeln, die restlichen Spinnen. Haben wir festgestellt, dass sie sich gegenseitig vor Geschossen schützen, auch wenn sie tot sind. Einfach weil sie da rumliegen. Hallo, ich würde gerne dieses Munitionspaket. Dankeschön. Noch was? Hab ich was vergessen? Nö. Alles klar. Ja, in der Region hier, man findet zwar viel Metall und ein bisschen Kristall auch hier, um neue Munition herzustellen, dafür aber keine Muscheln. Und ja, um da einen Ausgleich zu schaffen, gibt es hier halt das ein oder andere Munitionslager. Ich wollte gerade mal gucken. Ja, 402 für die USA, okay. Ich glaube, ich stelle Kevin hier irgendwo hin. Weil wenn die alle 5 Meter irgendwie absteigen müssen. Ich hätte ihn gern mitgenommen. Aber das mit dem Absteigen nervt halt. Könnte ich ja... Ich habe gerade überlegt, ob ich ihn beim Daoka nach Mudasar hinstelle. Da oben war noch ein Schlüssel. Siehst du, da geht's doch schon wieder los. Ah, und ich tue wirklich nach Daoka, zum Daoka-Portal. Ich wollte jetzt ambientemäßig an den Brunnen parken, aber... Dann vergesse ich ihn nachher und dann steht er da die ganze Zeit rum und vermisst mich ganz schrecklich. Die nehmen alle die Hände hoch, als würde ich sie ausrauben wollen. Schlüssel geortet. Ich dachte, den hätte ich mitgenommen. So, hingestellt. Stillgestanden. Hatte ich den nicht mitgenommen? Oder war das ein anderer? Oder respawnen die? Warum komme ich denn jetzt hier nicht hoch? Ich bin doch, glaube ich, schon mal hier hochgekommen. Das verstehe ich nicht. Ich verspreche, wir kommen hier auch noch handlungsmäßig voran. Aber nicht heute. Nein! Oh, Gott sei Dank. Etwas zu kurz gesprungen. Gut. Ah, ist doch gar nichts passiert, Kata. Mann.